So, willkommen zurück zu Control. Ich bin ja schon mal ein bisschen rumgelaufen. Ich glaube, aufgehört hatten wir im Hotel. Gucken, ob wir da irgendwie wieder zurückkommen. Aber das sehe ich nicht. Ich verlaufe mich hier mal ganz gerne. Ja, ich habe jetzt das Video mir angeguckt, was ich das letztes gemacht hatte, und habe das Problem gesehen, weswegen meine Fertigkeiten alle zurückgesetzt waren. Das war ich selber mit großer Dummheit. Warum geht das nicht? Okay, das sind neue Gegner. Da gibt es sicherlich noch einen Text zu. Ich hätte auch schon gestern gerne weitergespielt, aber Arbeit, und ich bin im Moment so im Arsch nach der Arbeit. Und vor der Arbeit. Warte, wenn ein paar hintereinander sind. Ja, das waren drei Stück. Also mindestens zwei waren da noch, oder? Und die machen lustige Geräusche. Wie so ein Saufkopf nach seiner. Ne, wenn die so das Würgen anfangen. Bevor sie kotzen müssen von ihrem Saufkram Tag danach. Okay, der kann ja schießen oder sowas. Warte, warte, warte. Habe ich da irgendwo was gesehen oder? Ja. Kommen die aus dem Boden? Na, wie gesagt, auf jeden Fall bin ich im Moment so im Arsch, dass ich wenig Zeit finde. Aber ich habe ja bald wieder frei, denn wird es vielleicht was. Diese Stimme ist schon echt gruselig, ne? Mit schließt das Tor, und wenn man so ein bisschen hinhört, ne? So, das Panoptikum suchen wir. Da soll Dylan irgendwo sein in der ISO-Haft, ne? Wahrscheinlich tauchen hier gleich Monster auf. Ah, ich hab vergessen, was zu lesen. Moment, wir müssen wieder zurück. Mich hier völlig außer Fassung bringen lassen. Also so mit Geräuschen kriegt man mich, ne? Wenn irgendwas richtig gruselig ist, da macht der Sound dann die Atmosphäre. Hatte ich hier nicht irgendwas zu lesen gesehen? Mir war so. Ich guck mal nach. Wahrscheinlich habe ich das sogar schon aufgesammelt, ne? Haben wir ja was. Fungus Autopsie. Der Tote war ein Jahre alter, ohne wesentliche medizinische Vorgeschichte. Das Objekt wurde nach Entdecken im aktiven Grenzbereich eingeliefert und befand sich in einem frühen Zustand der Verwesung. Da ihrem Aussehen nach charakteristisch Fungus basiert ist, was auch immer das heißt, bei der Autopsie zeigte sich die Pleura-Höhle komplett mit Fungus gefüllt. Ich müsste jetzt Fungus erstmal googeln, egal. Das Ausmaß war so groß, dass das medizinische Personal Schutzanzüge anziehen musste. Der Eingriff wurde zusätzlich behindert durch die hohe Körpertemperatur des Verstorbenen und die sich wellenden Oberkörpermuskeln, die wahrscheinlich aber nicht nachweisbar durch eingeschlossene Gase verursacht wurden. Routineproben und auch die von Dr. Hill angeforderten Gewebeproben wurden erfolgreich entnommen. Allerdings muss ihr schnelles Zersetzen außerhalb des Wirtskörpers festgehalten werden. Todesursache: Fungusaufnahme. Vollständiger Bericht in Akte 594-2716. So, was ist ein Fungus?
Fungus, lateinischer Bezeichnung, ah ja, Pilz. Wie die Pizza Fungi. Okay. Pilzbefall. Da schreit doch noch eine Frauenstimme, oder? Im Hintergrund. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts Schönes. Also für umsonst muss ich sagen, ist das Spiel echt gut, ne? So ein AAA-Titel ist das jetzt nicht. Technisch ist das ist glaube ich auch nicht so anspruchsvoll, also vom Handling des Technischen. Es unterstützt ja Raytracing und DLSS, soweit ich mitbekommen habe. Aber das DLSS, ja, kann man sich gerne schenken hier, weil das läuft so butterweich. Warum? Ah, was guckt er so gruselig? Ich versuch's nochmal. Nein, kein Reinkommen. Gehen wir mal runter. Ach, das war der Tote, wo wir. Ja, alles klar. Macht Sinn. Da ist. Nein, dann kommen wir gleich wieder ins Hotel. P6 ist der Code der Behörde für Dylan. Seine Zelle wurde geöffnet. Hat das zwischen ihnen gefunden? Bist du bei ihm? Kannst du ihn schützen? Okay, wissen wir jetzt P6. Oh, das ist neu. Das war wahrscheinlich Dylan. Okay. Also wie. Das ist auch neu. Und es ist auf dem Kopf. Das Blut, das gefällt mir nicht so. Okay, das hier war wiederum richtig rum. Kein Schlüssel hier. Drücken wir noch mal drauf. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Der hoffentlich auch für diese Tür ist, ja. Es ist lange her, seit ich Dylan zuletzt gesehen habe. Ich habe mich gefragt, was für ein Mann er wohl werden würde. War das alles für ihn genauso hart? Für mich. Hier dran war es vielleicht sogar noch härter. Na. Oh, hallo. Kann ich irgendwie helfen? Ich bin Jessie, die neue Direktorin. Ich muss da rein. Neue Direktorin? Aha, ah, gut. Okay, hallo. Ich bin Frederick Langston, Leiter des Panoptikons. Das ist gerade keine gute Zeit für eine Tour. Zischer überall, viele Zellen aufgebrochen, Systemausfälle links und rechts. Aber gut, Sie sind die Direktorin. Also gehen wir. Das von Zachariah Trench gegründete Panoptikon ist unser topmodernes Lager für alle gewandelten Objekte. Dafür Objekte haben wir keine der Macht Zeit. Und. Mir wurde gesagt, Dylan Faden ist hier. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Faden. Klar. Darling wollte ihn sicher und isoliert haben. Weg von anderen Leuten. Er ist in einer Hochsicherheitszelle oben. Aber wir haben gerade ein dringendes Problem, Ma'am.
Ein freies Objekt der Macht sorgt da drinnen für Chaos. Der Benikoff-Fernseher. Der Hammer, das Ding. Salvador ist mit deinem Team rein, aber wir haben seit Stunden nichts von ihnen gehört. Das ist ein Kategorie 5 ODM. Und wenn wir es nicht bald eindämmen, wird es das Panoptikon zerstören. Und wir wollen nicht, dass diese gewandelten Objekte freikommen. Glauben Sie mir. Dylan ist da drin. Öffnen Sie die Tür, Langston. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie es sagen, normalerweise sage ich Neuen, Sie sollen nichts anfassen. Also, bitte. Hier, ich öffne die Tür für Sie. Und bitte, Ma'am, nennen Sie mich Fred. Danke, Langston. Wie frech. Ausbruch aus mehreren Zellen auf allen Ebenen. Diese Zischer schaden meiner Sammlung. Das Panoptikon. Ah, hier haben wir Dylan wieder. Ist denn dann hier? Aber das Objekt der Macht könnte alles zerstören, bevor ich ihn finde. Fähigkeiten haben wir auch noch nicht. Alles klar, neue. Kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Okay, die sind oben alle aufgetaucht. Ich sehe immer gerne den Gegner. Das war sowas von daneben. Schießt bis mit so einer Rakete ab da. Aber ich mag nicht, wenn die brüllen. Das klingt so furchteinflößend. Nicht so gut aus. Vierte Ebene, ne? Gucken wir mal gleich. So, hier ist hier die Ebene, den Fernseher, was? Bändigen da. Was ist das? Ein Ventilator, alles klar. Ein Hammer. Kann man da rein? Nee, schade. Dachte ich. Ich könnte hier ein bisschen Chaos machen. Irgendwie ist der Plan der Behörde, Dylan zum nächsten Direktor zu machen, schiefgegangen. Marshall klang, als wäre alles Dylan schuld gewesen. Aber wie sehr lag es an dem, was die Behörde mit ihm machte? Ich denke, sie sagt mir nicht alles. So, dachte, wir wären schon auf Ebene 4, aber anscheinend nicht. Und ich sehe schon wieder da hinten irgendwas, was ich erschießen muss. Warum habe ich die Waffe nicht in der Hand? Na jetzt, ja. Okay, da ist nichts. Hallo? Ist da jemand? Ja, gleich. Erstmal Wichtiges zu tun hier. So, den haben wir jetzt. Hallo? Ist da jemand? Wer ist das denn? Was machen Sie hier? Oh, Gott sei Dank. Dieses Objekt muss ständig beobachtet werden. Oder es dreht durch. Meine Ablösung ist nie gekommen. Können Sie mir helfen? Verdammt. Leider nicht. Es gibt einen Notfall.
Aber ich komme zurück, versprochen. Okay, nur bitte nicht vergessen. Ich kann das nicht mehr lange anstarren. Kühlschrankdienst, geil. Oh, ich höre Menschen. Nichts kriegen die hin ohne mich, ne? So, ich kann doch bestimmt mit einem quatschen gleich, oder? Aha. Da gibt es denn da irgendwas zu holen? Das ist das Objekt der Macht. Ich muss es säubern. Säubere ich das jetzt? Drauf schießen funktioniert ja wohl nicht. Kann ich hier runterhüpfen, ohne dass ich gleich... Ich springe erstmal rüber hier. Am einfachsten ist natürlich den direkten Weg jetzt, ne? Ich weiß aber nicht, ob das so schlau ist, aber... Machen wir einfach mal. Muss ich hier erst rein, damit das funktioniert? Vermutlich. Erstmal nachladen, so jetzt. Ne, da tut sich gar nichts. Jetzt. Bosskampf hier. Ja, kannst du wieder haben, du Sack. Boah, der macht mich fertig, glaube ich. Ich komme ja gar nicht an die, quasi an die Heals-Packs. Oh, den habe ich sogar aus Versehen nur erwischt. Okay, da kann ich mich wieder aufladen.
Scheiße, das wird wehtun. Au, au, au. Oh, ein bisschen Zeit gewonnen. Halleluja. Das Ding war Salvador, der Sicherheitschef. Niemand hier. Puh. Haben wir geschafft, oder? Okay. Der Fernseher. Ein weiteres Objekt der Macht, das verrückt spielt. Und es geht wieder los. Oh Mann, da war noch eine Kiste auf der anderen Seite. Habe ich wieder zu früh irgendwas gemacht hier, ne? Was war hier mit Schweben auf die andere Seite? Ah. Das gleich nicht mehr geht hier mit Schweben, ne? Ist ja nicht, woran das gekoppelt ist. Ist aber ein bisschen zu einfach, ne? Würde ich jetzt so. Hätte ich mal meinen Mund gehalten, oder? Habe ich aus Versehen losgelassen. Ne? Sowas. Na, ich mache jetzt einmal lieber so. Ah, okay, dann fällt sie sanft, wenn das nicht mehr geht. Noch mehr? Ach Mann, das hat gewackelt. Was war das eben? Oder? Ja. So. Mehr? Mehr. Die sind ja gut getan, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Das heißt, da kommen wieder mehr, wenn die Musik so bleibt, ne?
Der Fernseher ist erledigt. Jetzt kann ich zu Dylan. Ja, wir müssen noch... Okay, dann machen wir den danach. Den Kühlschrank, Mann. So, was haben wir denn hier? Na, hier war auch noch was. Salvadors Ausweis. Bennikov TV. Kein besonderes Prozedere nötig, während es gebunden ist. Beschreibung Resultat. Ein von Bennikov & Sons Electrics gebauter Fernseher. Der Bildschirm funktioniert immer noch. Das Objekt kann vom Boden abheben und eine maximal beobachtete Höhe von erreichen. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Paratulitarian diese Eigenschaft für sich zu verwenden. Ach, deswegen können wir jetzt schweben. Für Testergebnisse mit Primärkandidat. Das Objekt ist derzeit an gebunden. Hintergrund. Das Objekt wurde zuerst in einem lokalen Nachrichtenbericht in Kansas bemerkt. Eine Gestalt wurde über Gebäude beobachtet. Die Behörde schickte Agenten in die Stadt. Die entdeckten, dass sich ein Mann namens an das Objekt gebunden hatte. Wurde festgesetzt. Fall 39 HQ656 und das Objekt zur Untersuchung in die Behörde gebracht. Das war der gute Fernseher. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Da oben? Ah. Nicht mit mir, Freunde. Jetzt mal nachladen. Ja. Ich wollte doch hier hin und gucken, ob es hier noch was gibt. Naja, sieht nicht so aus, ne? Au. Wie ist diese Scharfschützen? Ganz in Ruhe. War sicherlich nicht der letzte. So, Ebene 5 jetzt, ne? Verzeihung, Frosch im Hals. So, da hinten war der Aufzug. Kann ich schon irgendwas Neues machen hier? Ne, Fähigkeiten sind nicht verbessert worden. Wenn der mal überhaupt in die fünfte Ebene fährt, ne? War hier nicht der Kühlschrank, Mann, vorhin? Ja, da ist er. Oh, da will ich fast in den Schacht rein. Ich wollte eigentlich gucken, was auf dem Schild steht. Das sah gerade aus, als ob die Leitung einfach nach oben schwebt, ne? Nicht, dass sie hier runterhängt. Und dass sich das über ein Seilzug halt bewegt, ne? Aber das nehmen wir mal mit.
So, Ebene 5? Nein. Dann müssen wir selber hochschweben. Vermute ich mal, dass das da Ebene 5 ist hier, ne? So hoch will sie irgendwie nicht, ne? Oder es gibt noch einen Aufzug halt, ne? Naja, geht jetzt nicht. Irgendwie können wir schweben, aber es bringt uns jetzt hier nichts, ne? Oder ich bin nur zu doof. Das kann natürlich auch sein. Ja, da sind wir ja bereits, ne? Ich möchte gerne nach Ebene 5. Ich schicke dir nochmal nach unten. Vielleicht kann ich denn hochschweben. Da ist eine Leiter, aber... So hat das Ganze ja auch keinen Wert. Okay, dann laufe ich rüber und probiere es drüben nochmal. Ach, warte, warte. Von da aus vielleicht hoch, ne? Kann ich hier irgendwas? Nee, kann ich nicht. Ja, das war ja gar nicht mal so schlecht, ne? Oh, ein Schwan. Nee, aber es geht nur Richtung Schwan, ne? So, was haben wir hier denn für Spezialitäten? Ein Wasserspender. Nein, die soll nicht immer nerven mit ihrem Scheiß. Dylan. Er ist so nah. Bin nach Massaker aus. Ja, gleich. Können Sie mich hören? Gleich. Jesse. Jesse, bist du da, Jesse? Emily? Er ist weg. Dylan ist nicht hier. Vielleicht ist er in der Nähe. Oder vielleicht hat ihn das Zischen erwischt. Ich weiß es nicht. Jesse, hör zu. Dylan ist hier. Bei uns. Er kam eben rein. Er sagt, er will sich stellen. Das Zischen hat ihn erwischt, aber er ist anders als die anderen. Jesse, wir müssen ihn isolieren. Ich bin auf dem Weg. Wir müssen zurück. Ich muss zu meinem Bruder. Das Gesicht des Feindes. Gibt's hier auch noch irgendwas, was ich schießen muss? Wir laufen hier mal rum. Gucken uns die Zelle an. Sieht ja richtig gemütlich aus, würde ich sagen.
Da wäre ich auch abgehauen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und irgendwas scheint er wohl zu können, sonst hätten sie nicht die ganzen Dinger hier aufgestellt, um irgendeine Frequenz zu haben. Die da alles so verstecken. Was habe ich denn jetzt eigentlich hier? Was ist denn das? Energiegeneration, Geschwindigkeit. Ach, einen zweiten konnte ich jetzt reinzuholen. Hier ist was zu hören. Okay, das wird heute nicht lange dauern, Dylan. Wie gesagt, möchte ich mit Ihnen über Jessie sprechen, Ihre Schwester. Was ist mit ihr? Ich möchte Ihre Sichtweise hören. Was denken Sie von ihr? Was ist sie für ein Mensch? Solche Dinge. Ich habe sie vergöttert. Als ich klein war, meine ich. In Nordenham. Und jetzt nicht mehr? Anfangs schon noch. Ich hoffte, sie würde auch kommen, mich finden und heimbringen. Wir haben alles zusammen gemacht. Warum sollte es hier anders sein? Casper sagte, sie könnte auch zur Behörde kommen, wenn sie wollte. Aber sie kam nicht. Was glauben Sie, warum? Weil ich ihr egal bin. Sie wollte immer frei sein, die Welt sehen. Davon hat sie schon immer geredet. Schätze, jetzt hat sie, was sie wollte. Okay, sie wollte die Welt sehen. Also hat sie von irgendeinem bestimmten Ort geträumt? Warum? Wir stellen hier einfach Fragen. Das wissen Sie doch. Hat sie irgendwelche Städte, Orte oder etwas in der Art erwähnt? Noch auffälliger geht das nicht, ne? Weiß nicht mehr. Und was ist mit Freunden oder Familie? Gab es da jemanden außerhalb von Ordnung? Richtige Profis. Wir sind hier fertig. Sagen Sie, Casper, ich will heute Pizza zum Mittag. Dann warten Sie. Wir sind noch nicht. Ende der Sitzung. Pizza will ich zum Mittag. So, ab nach Emily, Geschäftsleitung. Hier war doch eh ein Wegpunkt, oder? Okay, zum Schießen war hier jetzt nichts. Aber hier komme ich ja auch nicht raus. Weil ich von hier gekommen bin. Das wird jetzt sicherlich interessant. Die Beobachtung von Dylan Faden. Oder Dylan Faden. Ne, ich gehe jetzt nicht zur Energiequelle. Ich wollte hier lesen. Da, Beobachtung Dylan Faden. 9.30 Uhr, Frühstück wird gebracht. 11.54 Uhr, steht auf, geht zur Toilette, geht wieder ins Bett. 11.57 Uhr, bitte darum, dass der Fernseher eingeschaltet wird. Fernseher wird eingeschaltet. 12 Uhr, Mittagessen wird gebracht. Frühstück wird entfernt. 12.02 Uhr ist Mittagessen. 14.38 Uhr geht zur Toilette. 16.03 Uhr beginnt mit sich selbst zu reden. Aufzeichnung aufgrund des Fernsehlärms nicht möglich. 16.07 Uhr wird unruhig, wirft Tabletten gegen das Glas. 16.09 Uhr ruhig gestellt, Personal macht die Zelle sauber, Fernseher wird abgeschaltet. 18.12 Uhr kommt langsam zu sich, bittet darum, dass der Fernseher eingeschaltet wird. Wird ihm verweigert. 18.16 Uhr schläft. Fernsehprivilegien aufgrund feindseligen Verhaltens entzogen. Okay. Die gute Beobachtung. Moment, nur verlacken. Anker-Zusatzbemerkung. Die Mannschaft der White Ocelot traf zum ersten Mal auf ein seltsames sphärisches Phänomen, als sie in auf Fischfang war. Zeugen beschrieben es als schwarze Sphäre mit schwachem Licht dahinter. Sie schwebte genau über dem Bug des Schiffes. Die Mannschaft warf einen Blecheimer um, der allerdings in der Sphäre verschwand. Bald darauf wurde die strukturelle Integrität des Schiffs kompromittiert. Da
Das Metall verrostete und fiel innerhalb von Minuten auseinander. Während das Schiff unterging, sank auch die Sphäre ins Wasser. Ein vorbeikommendes Fischerboot mit Namen rettete die vier überlebenden Mannschaftsmitglieder. Es wurden Agenten an die letzten bekannten Koordinaten der White Ocelot geschickt, die Tauchgänge unternehmen sollten. Auf dem Meeresboden konnten diese die Sphäre auswendig machen. Das Schiff war mit Ausnahme seines Ankers vollständig zerstört worden. Als die Agenten den Anker vom Meeresboden anhoben, bemerkten sie, wie die Sphäre sich in Verbindung mit dem Anker bewegte und innehielt, fast so, als wären sie eins. Der Kontakt der Sphäre wurde vermieden, doch der Transport des Ankers erwies sich als harmlos. Das Objekt wurde von zum US-Hafen von gebracht. Nach der Ankunft in New York kam er über in die Behörde. Sehr schön, gut. Die Befragung hatten wir ja eben. Ich habe mir auch alles. Können wir hier nochmal reingucken? Was? Ich habe doch hier den Mister-Ausweis von. Und außerdem bin ich sowieso Direktorin. Dass überhaupt mir verweigert wird, dass es aufgeht. Ich guck dann jetzt nochmal, das nervt mich ja so ein bisschen, ne? Was brauche ich noch außer die Sicherheitskarte von. Okay, so ehrgeizig bin ich jetzt doch nicht. Tauchen hier gleich irgendwelche Viecher wieder auf. Na, wer hätte das gedacht? Da war doch mehr als einer, ne? Okay, was ist das Ding im Kopf? Wartet doch, ich muss nachladen. Das müsste ich aber auch mal treffen. Ne? Einfach kein Skill mehr im Alter hier. Ne? Der stand doch mal eben da drüben. Schäm mal nicht so, Alter, du bist noch jung. Das ist ja wohl alles kein Problem für dich. So eine noch runter, glaube ich, ne? Ja, genau. Und mitten ins Wespennest. Das tropfte irgendwie, als ob der unten. Ist wohl auch wahrscheinlich, ne? Ja. Einer wird da noch rumlaufen und dann ist hier clean, ne? Ne, ein paar mehr. Oh Mann, ich dachte, das ist nur einer.
diese Raketendinger hasse. Haben wir gut gemacht. War das hier der Wegpunkt? Ich glaube ja. So, dann. Wir haben neue Fertigkeiten. Was ist das denn? Achso, hier kannst du noch das Schweben verlängern. 3 habe ich, ne? Dann brauche ich 4 zu. 4 habe ich nicht. Schleudergranaten und Raketen zurück auf den Gegner. Die nehmen wir. Ja, danke. Ja, dann mal zurück, ne? Ein Panoptikum sind wir jetzt. Wir wollten hier hin. Mal gucken, was das Gespräch gleich gibt. Den Jahren ist es soweit. Dylan ist hier. Aber bin ich zu spät? Oder hat er uns verarscht? Wie geht es ihm? Ich muss es wissen. Er ist eindeutig vom Zischen befallen. Aber es unterscheidet sich von all unseren Daten über Manifestationen. Vielleicht habt ihr beide spezielle Gene. Er war schließlich ein Primärkandidat. Oder schützt ihn vielleicht Polaris? Oder liegt es an etwas anderem? Ich muss Tests machen. Er scheint mehr Kontrolle zu haben. Wirkt präsenter. Ich will ihn sehen. Mein Bruder. Oder nicht? Natürlich. Marshall hat einen HAV-geschützten Käfig für ihn errichtet, auf der oberen Etage, die Treppe rauf. Okay, ich muss los. Jesse, sei vorsichtig. Na, dann gehen wir mal noch die Treppe hoch, ne? Auf der oberen Etage. Was ist das? Musste sie alles in ihrem blöden eigenen Code niederschreiben? Marshall und ihre CIA-Scheiße. Gott. Was ist denn das? Achso, für eine Jukebox. Okay. Na, was hat er zu erzählen? Ich habe diesen Jeton hier. Wissen Sie was darüber? Das ist ein Jukebox-Jeton. Die Dinger tauchen an den unmöglichsten Orten auf. Wie Falschgeld. Die Ranger verwenden sie, um ein altes Objekt der Macht zu aktivieren. Eine Jukebox, nehme ich an. Hat sie gute Songs? Nein, nur eine einzige Platte. Aber seien Sie vorsichtig damit. Wenn sie spielt, kriegen Sie einen Gratistrip in die Formation. Die Formation? Klingt ziemlich ominös. Warum ausgerechnet dorthin? Das fragen wir uns in der Behörde schon lange. Es ist bloß ein Haufen Steine, den irgendwer dahin gebracht hat. Die Forscher haben bestätigt, dass sie im selben Grenzbereich liegt wie der Steinbruch. Aber bisher konnte niemand eine physische Route von der Formation zur Wartung aufzeichnen. Sie liegt also im Steinbruch, aber man weiß nicht wo. Ja, wir schicken mittlerweile nur noch einmal jährlich eine Expedition hin. Zur Kontrolle, wie Salvador sagt. Dieses Jahr ging das Team an dem Tag rein, als das Zischen kam. Eigentlich hätte das Lied sie schon vor Stunden zurückbringen sollen. Ich könnte reingehen und nachsehen. Das wäre fantastisch. Nein. Ich bin gleich hinter dem Bachhäuschen da. Werfen Sie einfach einen Jeton rein und los geht's. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Bis später. So. Wo ist die Zelle? Stockwerk nach oben, sagten die. Anscheinend hat die Direktorin die HAV-Produktion wiederhergestellt. Sie holen schon Überlebende aus dem Schutzraum. Prima. Vielleicht kann ich bald wieder in mein... Hast du den Zischer gesehen, den sie hier gerade durchgeführt haben? Warum zum Teufel haben wir dem Ding keine Kugel verpasst? Das soll der Bruder der Direktorin sein. Das ist kein Bruder mehr. Das ist der Feind. Ganz einfach. Wo ist denn die Zelle? Weiße Pferde.
weiße Perle. Achso, das ist... Gerade als sich die Lage zu stabilisieren schien, lässt Marshall uns im Stich. Ich habe es satt, dass uns keiner sagt, was los ist. Das war schon immer die Information. Was weißt du über diesen Arish? Der soll ein paar Ranger tun. Was haben wir denn hier? Classified. Okay, Haftnotizbeschwerde. Na, die geben wir uns mal noch. Schriftverkehr. Wo ist sie denn? Hier ist die Haftnotizbeschwerde. An die zulässige Stelle. Falls Sie es noch nicht wissen, irgendwas hat dazu geführt, dass sich eine Haftnotiz in meinem Büro vervielfältigte. Mein Büro ist derzeit nicht nutzbar. Ich werde von zu Hause aus arbeiten, solange das Problem nicht behoben worden ist. Sie können mich über mein Handy oder Festnetz zu Hause erreichen. Hochachtungsvoll, Jay Bowser, Vizestabschef. Der Ranger anführt. Ja, das sieht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Befehle von einem Kaufhausdetektiv annehmen will. Marshall befiehlt uns einfach auf dem Arsch sitzen zu bleiben und geht? Was soll das? Ich brauche Action, verdammt! Das war doch ein Stockwerk nach oben jetzt, oder nicht? Mal gucken, vielleicht da drüben rein? Da! Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen!